Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Long Dark. Heute mal in der Dunkelheit. Ah ja, genau, wir sind bei Naomi. Und einen Moment, ich muss kurz mal rausgehen und gucken. Ja, ich nehme auch auf. Denn der Grund, warum es auf YouTube jetzt gerade nicht so viel... Wow, so viel los ist, ist, weil... Schrank durchsuchen darf ich gar nicht. Weil nämlich unser schönes Windows-System meinte so... Ich resette mal einfach den gesamten PC, obwohl der Typ nur seine Hauptfestplatte resettet haben möchte. Und ich dachte dann so natürlich so, ja geil, so will ich mein Leben leben, so kann man sein Leben genießen. Ich wollte einen Tee trinken, hier. Oder Kaffee? Ne, okay, wir haben noch Hackebutten und Kräuter, ach egal, nehm hier das. So. Und dann noch normales Wasser. Wir müssen, glaube ich, immer noch Holz sammeln für die Alte. Weil die Alte halt eben meint, ey, Grey Mother. Ah, ne, abgeschlossen, tschüss. Ich kann aber mal ins Tagebuch gucken. Die graue Mutter. Die alte Frau ist möglicherweise die letzte Überlebende in Milton. Sie scheint mehr zu wissen, als sie vorgibt. Möglicherweise kann sie dir verraten, was mit Astrid geschehen ist. 20 von 24. Im Haus der grauen Mutter befindet sich ein Feuerholzbehälter. Fülle ihn mit Brennstoff auf, den du in der Stadt findest. Wie Stöcke, Feuerholz, zerlegten Möbeln oder Kohle. Das heißt, wir müssen immer noch Dings finden. Aber bevor ich das mache, ich guck mal kurz in mein Backpack. Ich bin überladen, aber ich weiß nicht, wo ich den Rest hinpacken soll. Wir haben hier Geld. Ich glaube, wir verarbeiten mal unser Zeugs. Ich habe das Gefühl, dass die hier, ne, ein bisschen zu hoch ist. Aber mal sehen. Alter. Es ist noch Nacht, deswegen können wir das machen. Wir haben keine Waffe. Wir haben Navigation. Karte öffnen. Oh, ich habe gesehen. Kurzwellenturm. Okay. Mackenzies abgestürztes Flugzeug. Und wir sind, glaube ich, hier runter. Bis halt eben hier hin nach Milton. Alte Schule. Was ist das? Die graue Mutter. Hier sind wir gerade. Ne, wir sind hier hinten noch rumgekommen. Okay, das heißt, wir müssen noch hier hin wahrscheinlich. Um Hilfe zu holen. Wahrscheinlich. Hier gibt es auch noch ganz viele andere Plätze. Kann ich hier... Gebirgsstadt, ne? Wir sind ja nur bei Gebirgsstadt jetzt gerade. Ich weiß ja nicht, wo wir noch alles hingehen. Ich bin gespannt. Okay. Entschuldigung. Wir können ja Sachen craften. Bartflechten. Wir brauchen 3 Stück davon. Okay. Zündbeutel. Brauche ich Stock. Aufgerollte Zeitung. Können wir... Alter, meine Grammatik ist heute... Ach egal, ich sag nichts. Ich sag heute nichts. So. Draußen wütet es genauso wie im Spiel gerade. Stürmisch, aber noch sonnig. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickeln wird heute. Was mich persönlich ein bisschen... ich gehe mal kurz wieder raus aus dem Game. Tut mir leid, wenn ich das... Ah, okay. Der Mikrofon ist an, Aufnahme läuft. Wie gesagt, ich musste alles mal einrichten. Und ich hoffe, es wird diesmal auch klappen. Denn irgendwie fehlt mir jetzt, dass ich meine eigene Stimme auf den Ohren nicht mehr höre. Also sonst war es immer so, ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob es irgendwie hintergrundmäßig eingestellt worden ist. Ich muss mal gucken, ob ich das noch einstellen kann. Zwar hatte ich immer meine Stimme auf den Ohren und so konnte ich... Was ist denn hier? Verband. Verband mit blutenden Stillen. Okay. Zubereitete. Hier haben wir noch welche. Auf jeden Fall habe ich mich immer auf den Ohren gehört und ich konnte dann dadurch rausfinden, ob ich übersteuerte, ne, und wie man sich halt eben selber anhört. Das ist leider jetzt nicht mehr der Fall, deswegen bin ich mal ein bisschen gespannt. So, was können wir noch machen? Wir können Location to Craft, Schmiede, okay. Was kann ich denn hiermit machen? Nur als Zünder dienen. Kanada, $20. Wir haben hier ganz schön viele frische Rehhaut. Ich glaube, die werde ich einfach mal hier droppen, irgendwo in die Ecke. Und fragst, wenn ich das hier droppe, denkt ihr dann, dass es ihr ist und meckert mich dann an, oder was? That's the question, boy. Auf jeden Fall ein richtig geiles Haus hat sie hier. Ich werde einfach mal jetzt meine Rehhaut und alles droppen. Ablegen tun wir das. Frischer Kaninchenpelz, frischer Wolfspelz, getrocknetes Leder behalten wir natürlich. Jetzt wiegen wir auch schon um einiges weniger, das kann ich auch wegschmeißen.
Das kann ich leider nicht mehr reparieren, weil es ist halt eben kaputt. Die Schuhe, können wir die anziehen? Wir haben ja. Ja, anziehen. Geil. Haben wir hiervon noch was? Wir haben hier Socken, Socken, Socken. Die wir anhaben, sind perfekt. Können wir noch eine zweite Hose? Nein. Haben wir denn irgendwas anderes? Nein. Hier haben wir das Hemd. Hier haben wir das. Neue Baumwolle. So. Accessoires. Okay. Gewöhnliche Fäustlinge aus Vlies. Ziemlich warm, nass, jedoch nutzlos. Dünne Lederhandschuhe für Rennfahrer. Nicht sehr nützlich in der Kälte. Ja, also, bringen die. What? Die bringen hier mehr, aber wie kaputt ist die denn hier? Die ist. Wo steht nochmal der Status? Ist das hier, wie gut die ist? Ich glaube, das ist, wie gut sie ist, ne? Wir lassen die aber auf jeden Fall an. Und die hier machen wir kaputt. Nein, 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 zerlegen wir. Kriege ich noch Leder raus. So, wir streamen heute nicht. Also, es ist ja eh nicht im Stream. Ich möchte das ja auch gar nicht im Stream spielen. Außer halt eben der Sandbox-Modus. Den spiele ich gerne im Stream. Aber nicht jetzt. Wir sind noch bei Subnautica. Weil, wie gesagt, Reset und so. So, reparieren. Reparaturumfang. Wie um 93%. Also, wir reparieren jetzt auf 100. Ja, so. Gescheitert. Dann nochmal. Wir haben diese repariert. So, die Schuhe, kann ich die reparieren? Von die sind nun 96% kaputt. Okay, die brauche ich noch nicht zu reparieren. Die sind nur 69%. Also reparieren wir die mal. Wir haben Hunger. Aber das ist mir scheißegal. So, und die reparieren wir auch einmal. Die Hose, sie ist 90. Okay, die sollten wir mal reparieren, weil die sieht auch schon ein bisschen kaputt aus. Ich ist schon ein paar Wochen her, seit ich Long Dark wieder gespielt habe. Ich hätte es gerne früher gespielt, aber wie gesagt, ich wurde ein wenig abgehalten. Also nochmal reparieren. Mietstoff reparieren wir. So, es ist allerdings 100% durch. Dies. Wir brauchen dafür zwei Stoff. Ich brauche Stoff. Denn ich habe Stoff. Und Schnaps. So, die machen wir kaputt. So, die hier. Warte mal, das ist Willis Mütze. Die Mütze, die du beim Flugzeugabsturz getragen hast. Und die ist. Okay, dann reparieren wir mal Willis Mütze. Weil irgendwie. Keine Ahnung wieso, weil es Willis ist, möchte ich die gerne behalten. Hätte auch gern Willis Hose noch behalten, weil ich habe die irgendwie aus Versehen kaputt gemacht. Und jetzt sind wir ohne Hose rumgelaufen. Hier ist eine neue Cargo-Hose, aber nicht mal seine Hose. Ich war ja auch ein sehr intelligenter Mensch zu der Zeit. Nee, nur den haben wir nicht an. Das heißt, die können wir kaputt machen. Und die auch. Zerlegen. Ja, es geht gleich schon los. Wir können gleich weiter. So, wir haben jetzt von allen nur einen. Also wir haben nicht mal unnötig Stoff dabei. Ja, wir haben Schuhe dabei, genau. Die wollen wir mal kaputt machen. Ein Stoff. Okay, ich sollte was trinken. Machen wir hier nach. Ich hatte zwei davon, okay. Nein, ich habe die repariert, verdammt. Ach, egal. Wieso repariere ich außer solche Dinger, ey? So. Es ist hell. Wir trinken mal kurz was. Ich trinke auch mal was. Ich habe hier eine Cola. Ja, ich mache komische Geräusche. Essen haben wir noch bestimmt genug. Warum müssen diese Essgeräusche so gut machen, ey? Ich hab so Bock jetzt auf salzige Cracker, wäre doch so geil, Alter. Ich hab einfach nur Hunger, ich hab nichts gegessen heute. Okay, mir fällt gerade auf, ich habe nichts zu essen mehr. Das spare ich mir jetzt ein. Wir müssen also was. Bläh.
Ich muss raus erstmal. Raus verlassen. Oh ja, Wölfe sind ja auch noch da, genau. Verdammt. Ich bin gespannt. Aber hier sollte keiner sein, denn das hier ist Mutters Heaven. Und ich kann Steine aufsammeln. Ja. So. Wo waren wir und wo waren wir jetzt nicht? Das ist die Frage. Ich nehme die ganzen Steine mit, weil wir müssen ein paar Kaninchen zerkloppen. Wenn wir was hinkriegen, ne? Wir haben doch eine Axt bekommen, ne? Soweit ich mich. Oder? Warte mal kurz. Ja, ne. Wir haben doch eine Axt. Wo ist denn die Axt? Axt, Axt, Axt. Hier ist die Axt. Kann ich die reparieren? Schärfen, benötigte Wettstein, okay. Die ist aber auch nicht mehr in dem Best. Die hat auch schon ihre besten Tage gesehen. Okay, da waren wir doch schon, oder? Ach, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal nicht hin. Hier ist die Leiter abgebrochen, wie scheiße. Ja. Was ist das? Eine alte Wäscheleine oder was? Aber hier ist ein Zweig. Ich nehme auseinander den Zweig, Alter. So, dann nehme ich halt eben so viele Stöcker mit, die ich noch, wie ich noch kann. So. Waren hier nicht irgendwo Bänke, die man auseinandernehmen konnte? So, hier war ja die Axt ja drin mit den bisschen Kohle. Kohle. Hier kann man nicht rein. Da hoch geht's weiter, aber da wollen wir noch nicht hin. Im Post Office waren wir auch schon. Da hinten ist wahrscheinlich ein Kadaver, weil da sind die Krähen. Dann schauen wir mal ganz unauffällig und vorsichtig nach. So. Briefkasten öffnen. Da ist aber nichts drin. Waren wir hier schon drin? Ich hoffe mal nicht, weil dann können wir hier Sachen machen. Ich habe hier einen Ventilator laufen. Ich weiß, draußen ist es kalt und ich mache einen Ventilator an. Ich bin ja so intelligent. So. Metalllampe können wir nicht machen. Okay. Also wir waren hier schon mal nicht. Nein, ich will gucken. Getragene Basemünze. Warum sollte man im Winter eine Basemünze tragen? Genau, frage mich auch. Eine Packung und Trockenfleisch schmeckt halt praktisch ewig. Schmeckt halt praktisch ewig. Das schon, schmeckt halt praktisch ewig. So, hier war schon jemand drin. Oh, ein Müsli-Riegel. Kühlschrank durch. Alter, ich muss gedrückt halten. Sorry. So, Kühlschrank ist leer und Gefrierfach. Bitte, da ist auch nichts drin. Scheiße. Metallkorb kann ich nicht mitnehmen. Ich kann nichts hiervon mitnehmen. Oh, Stoff. Ein Toaster braucht eine Metallsäge, Dings da, wie auch was heißt, Metallsäge. Metalleimer geht auch nicht. Hier ist alles mit Metall, ne, aber ich kann kein Karton. Tränenriechender Brief, was? Tränenreicher Brief, ein handgeschriebener Brief, die verschnittene Tinte lässt darauf hin. Schließlich das Verfasser beim Schreiben weinte. Text lesen. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr im Milton bleiben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid. Ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort soll es mehr geben. In Liebe, N. Okay. Karton. Ja gut, Schrank zu suchen. Schrank zu suchen. Schrank zu suchen. Oh, geschmackslose Tomaten, eine sämige, süßduftende Suppe. Sie ist heiß und wärmt dir das Herz. Könnte sogar den Hungertod noch etwas aufschieben. Ist aber kalt, also die müssen wir warm machen. So, den können wir noch durchsuchen, ich glaube, da ist auch nichts drin. Geschmackloses Hundefutter, Dose Hundefutter. Riecht übel, aber zu essen ist besser.
Also fangen wir an. Vermutlich. 500 Kalorien. Immerhin. Hundefutter soll ja in Deutschland so gemacht sein, dass es also muss ja verzehrbar für Menschen sein. Für Notfälle halt eben. Medizinregal durchsuchen. Was haben wir denn hier? Nix. Zeitungspapier. Ein Handtuch. Ein zerbrochener Spiegel. Eine Thermounterwäsche. Elastische Baumwollunterwäsche, die unter der einer normalen Hose getragen werden kann. So, kann ich denn diese Hose unter der normalen Hose tragen? Nein. Diese Hose ist aber besser drauf, also um 1% besser als die vorige. Also ziehen wir die natürlich an. Keine Ahnung, wieso, aber diese Logik verrät uns das. So, dann gehen wir mal upstairs. Vielleicht kann ich da was kaputt machen. Aus Holz. Eine Zeitung. Und noch ein Buch, das ich nicht lesen kann. Ein Bett. Und eine Leiche nicht. Ein T-Shirt. Kurzärmeliges T-Shirt bietet nicht viel Wärme, vor allem nicht, wenn es nass ist. Das ist klar. Kann ich dieses denn anziehen? Ein Hemd und ein T-Shirt. Das T-Shirt gibt mehr Wärme. Wieso gibt es mehr Wärme? Oh, was heißt das denn hier? Unser Hemd, Wills Hemd, das Hemd, das ist immer trocken, nass oder was? Ach, keine Ahnung. Wills Pullover, also ja, den brauchen wir halt eben nicht ändern. Eine Schublade. Alter, ich muss immer daran denken, ich muss gedrückt halten. Signalpatrone. Ein Notsignal, das aus einer Leuchtpistole abgefeuert wird. Neue Wollsocken. Wollsocken. Robust und warm. Halte dich am besten in meinem. Halte. Immer am besten ein paar davon bereit. So, sorry. Okay, hier gibt es nichts Interessantes an Holz. Leider. Dann trink doch was, du. Oh. Dann trink doch was. So. Eigentlich soll dieses Spiel immer mitten in der Nacht spielen. Das ist immer, also macht auf jeden Fall mehr Spaß. Meiner Meinung nach. Ist nebelig. Die Tür ist abgeschlossen, aber ihr könnt sie jetzt öffnen. Oh. Interessant. Speichervorgang. Finden wir vielleicht jemanden hier drin? Salzcracker. Trockene, salzige Cracker, von denen man Durst bekommt. Komm, die essen wir jetzt, weil wir haben eh Hunger. Die ganze Packung schieben uns rein. So. Stuhl! Das machen wir kaputt. Ein Tisch, den machen wir auch kaputt. Ich sehe nichts mehr. Ein Kissen. Ein Stuhl. Auf jeden Fall brauchen wir ein Schärfe-Dings, weil sonst hält das Beil nicht mehr lange durch. Auf jeden Fall, ich sehe nichts mehr. Vorhang. Was war ich denn hier? Irgendwas muss weg. Achso, ja, wir sind zu schwer. Okay, wir schla. Wow, cooles Bett. Schönes Bett. Okay. Wir sind etwas durstig, etwas hungrig. Wir essen mal irgendwas. Aber kann man. Ist hier. Ja, du faintst gleich auch, wenn du nichts zu essen kriegst. Wir haben hier aber keinen Feuerplatz, ne? Das ist das Problem. Sonst will ich ein Feuer machen. Ah, doch, 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 doch! Oh, geil. Kanonenofen, cool. Ja, Bargeld nehme ich jetzt runter, ne? Was kann man sonst benutzen? Bargeld. Aber cooles Haus, ich glaube, das benutze ich. So, währenddessen trinken wir wieder einen kurzen Schluck. Cola. Ich sollte wirklich Wasser hier haben, aber Wasser ist immer so. War, also ich will mal kaltes Wasser haben, wenn ich Wasser trinke, und das ist irgendwie nie hier. Ach, keine Ahnung. Muss so wie Gronkh machen. Einfach so ein Biermaß kaufen. Und dann den ganzen Scheiß reinwerfen. So, das Buch machen wir da rein. Und die Stöcke. Das Alter ist. Komm, eins werfe ich rein, weil hier noch ein anderes liegt. Finde ich ein bisschen unlogisch immer, dass nur hier der ganz kleine Bereich aufgehellt wird, aber nicht der ganze Raum. So, wir wollen was zu essen. Geschmacklose Tomatensuppe, die garen wir. Also öffnen wir erst und dann garen wir die.
Boah, so eine Tomatensuppe wäre es auch geil. Aber wenn es draußen kalt ist, dann kann man die schön machen. Draußen sind wir recht warm. Glänzende, ja, die machen wir auch mal. So, dann essen wir mal unsere warme Tomatensuppe. Nutzen, Temperatur steigt. So, ich lasse den Ofen jetzt an. Das reicht eigentlich. Das müssen wir pennen können. So. Wir legen und schlafen für einige Stunden. Das sind manchmal 8 Stunden. Ganz normal schlafen. Pass auf, wir sind fast tot, haben noch 1% Leben und sterben direkt. Natürlich nicht, wir sind nur am Verdursten. Das mit dem Durst über Nacht finde ich ein bisschen unrealistisch, weil ich meine, du trinkst und verlierst ja nicht so viel Sauerstoff über die Nacht, ne? Komm, wir legen uns im Bett jetzt noch einmal hin, weil es ist so dunkel. And I can't see here anything. Ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass in der Nacht halt eben nicht so dunkel, ja. Es ist unrealistisch, dass es in der Nacht dunkel ist, genau. Nein, ich finde es halt ein bisschen unrealistisch, dass man so schnell so viel Wasser verliert in der Nacht. Also dehydriert, ne? Das heißt eigentlich, dass du gar nichts mehr am Wasser hast, ne? Ja. So, es wird langsam Tag, das reicht, ja. So, ich möchte jetzt mal die Bude anschauen. So, wir fangen mal hier an. Kühlschrank durchsuchen. Gefrierschrank. Ah, ich hab mir die Zunge gebissen. Verdammt. Au. Elfunge. Holzstreichhölzer. Hundefutter. Noch mehr. Zähes Hundefutter sogar. Interessant. Genug Streichhölzer. Ein Kräutertee. Yay. Mikrowelle öffnen. Da ist eh nichts drin. Ja. Ein Dosenöffner. Geil. Damit macht man Dosen. Wow. Damit macht man Dosen auf. Diese Information habe ich jetzt auch gebracht. Orangenlimonade. Limonade voll mit fruktosehaltigem Maissirup. Ich wusste gar nicht, dass da Maissirup drin ist. Das ist in Orangen-Dings. Ofen durchsuchen. Da ist auch nichts drin. Die Pfanne können wir nicht mitnehmen. Machen wir das hier öfter, da ist nicht drin. Dann machen wir das hier öfter. Da ist geschmacklose Spitzenpfirsiche. Hochwertige Pfirsiche. Und zähe Spitzenpfirsiche. Okay, die müssen wir gleich mal aufmachen. So, und jetzt den hier aufmachen. Dose Sardinen, kleine Fische in einer Dose. Ich wünschte, ich hätte diese Lampe dabei, ey. Dann könnte man sich hier wenigstens gescheit umschauen. Mein Gott. Vorhang! Ach ja, den können wir ja kaputt machen. Vor allem, ich find's, naja, blöd nicht, aber wieso kann man nicht einfach den ganzen Vorhang mitnehmen und dann, wenn man halt eben irgendwo hingeht, dann auseinandernehmen? Anstatt den vor Ort kaputt zu machen. Naja. Immer wird's da währenddessen hell. So. Ich glaube, wenn man ein Messer hat, dann geht das noch um einiges schneller. Alter, meine Wortwahl ist heute wieder exzellent. Ich brauche einen Popschutz, das weiß ich. Also, machen wir hier CS Hundefutter auf. Mhm. Wie haben die das gemacht, diese Essgeräusche, ne? Haben die einfach so eine brauchbare, einfacher Parker. Ein einfacher Wintermantel aus modernem Material. Gutes Verhältnis von Gewicht und Wärme. Okay. Haben die einfach dann Typen dann direkt vor einer Dings gestellt und gesagt, so, ja, hier schmatzt man uns in die Kamera rein, damit das sich anders wird jemand essen. Dann ziehen wir den mal an. Dann können wir den kaputt machen. Ich mache die krasse Krabbe kaputt. So. Schublade.
Getragener, dünner Wollpullover, dünn gestrickter Wollpullover, macht vor allem optisch etwas her, hält aber auch ein bisschen warm, selbst wenn er nass ist. Abgenutzte Sportsocken, dünne Baumwollsocken, nicht sehr warm und nass nutzlos. Also wenn du Sport machst, sind sie sofort nutzlos, weil die sofort nass werden. Und hier ist nichts drin. Die Lampe. Schubladen, yay. Getragenes T-Shirt. Kurzarmiges T-Shirt bietet nicht viel Wärme. Vor allem nicht, wenn es nass ist. Brauchbare Cargohose. Teilweise verstärkte Baumwollhose. Hält einiges aus. So, hier haben wir nochmal ein paar Gardinen. Buch. Hieraus könntest du irgendwann etwas lernen. Fürs Erste kannst du es verbrennen, wenn dir kalt ist. Warum irgendwann? Frischer Schokoriegel. Banktresorcode. Der Code, mit dem du die Banktresorcode aufschließen kannst. 19:30:08. 19:30:08. Nehmen wir mit. Okay. Orangenlimo. Salzpapier. Nähzeug. Einfaches Nähzeug. Wir benötigen, um Kleidung herzustellen und zu reparieren. Ja. Wollsocken. Robust und warm. Die sind aber ganz schön kaputt. Toilette. Yay. Ich nehme das Toilettenwasser mit. Und das Handtuch nehme ich auch mal mit. Es ist einfach nur sammeln. Okay, ich glaube, wir haben alles aus dem Haus abgefrühstückt. Jetzt können wir zurück zur alten Oma. Und dann gucken wir mal. Da gucken wir mal, wa? Die Geräusche, ey. Im Moment dachte ich, hier wäre so ein Wolf, der rumjammern würde. Oder so eine Art. So. Wo wohnt die Alte nochmal? Da hinten, ne? Ja, da hinten. Alter, bin ich lahm. Boah, cool, wie sich der Rauch da, zieht vom Haus. Boah, der sprintet gerade, das ist ja richtig lahm. So, ich schmeiß das Holz dann einfach da oben rein. Vielleicht haben wir dann schon genug gesammelt für die. Alter, ey. Ich meine, die bietet uns nicht mal was an. So, ja, hier hast du einen warmen Kakao oder so, Alter. Feuerholzwelten eröffnen. So, dann packen wir mal rein. Das ganze Holz. Erstmal 4. Ist das genug für die? Ich gehe von aus, nicht. So, wir haben auf jeden Fall die Mission aktualisiert. Dann gehen wir mal hin.